Hallo und willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Und heute werde ich mal den ganzen Kurs, die ganzen Minuten auf Deutsch unterrichten. Und zwar, worum geht es heute? Es geht heute darum, manchmal dann kennt man die Schultern, die so ein kleines bisschen zwicken, nach vorne ziehen, fühlt sich unangenehm an, gerade wenn die Zeit jetzt so ein bisschen kalt draußen wird. Der untere Rücken vom vielen Sitzen, Homeoffice, ist ein kleines bisschen fest. Und zwar gehen wir in dem Kurs diese Sachen durch und ich bin mir sicher, dass ich euch dabei helfen kann. Was wir heute brauchen, ist eine Matte. Aber wir fangen als erstes an im Stehen und wir brauchen ein Theraband. Nicht schlecht. Und zwar, das Theraband ist ungefähr 2 Meter lang und ich habe heute das Grüne genommen und kommt natürlich gleich die Frage, welches Theraband soll ich nehmen? Klar, ganz einfache Antwort. Es gibt verschiedene Hersteller, die haben verschiedene Farben, verschiedene Widerstände. Ich mache das immer so, wenn ihr die Hände weiter zusammenbringt, merkt ihr, dass es ein bisschen mehr Widerstand ist. Wenn ihr die Hände weiter auseinander nehmt, ist es weniger Widerstand. Deswegen könnt ihr versuchen, egal welches Band nehmen, und wenn ihr merkt, dass es zu viel ist, macht einfach eine Pause. Okay? Los geht's. Wir halten das Theraband ungefähr schulterbreit oder je nachdem, wie das für euch funktioniert. Ich gehe ein bisschen seitlich, dass ihr das seht. Bringt ein kleines bisschen Spannung auf das Band. Zieht die Schulter nach unten ganz leicht. Wir heben die Arme an und wollen nach hinten versuchen, lassen uns erstmal die Arme hier beugen. Und nach hinten, das Band kommt hinter unserem Kopf oder wenn es nicht ganz gelingt, kein Problem. Dann nur so weit, wie das funktioniert. Wieder nach oben die Arme strecken und wieder zurück. Sehr gut. Das machen wir ein paar Mal. Hier, ich drehe mich einfach so ein bisschen, dass ihr das seht. Und wieder nach vorne. Nach unten. Sehr gut. Wir versuchen, wenn das geht, mit jeder Wiederholung, die Arme ein wenig mehr nach hinten zu bringen oder zu strecken. Und wieder zurück. Und absenken. Ihr merkt wahrscheinlich, dass es an dem vorderen Teil von der Schulter und der Brustmuskulatur ein wenig zieht oder die Dehnung stattfindet. Natürlich, wie immer der Hinweis, macht es so weit, dass es noch angenehm ist. Und nochmal nach hinten. Die Schultern öffnen. Und nach vorne. Und letztes Mal diese Variante. Und wieder zurückkommen. Und sehr gut. Kurz den Schultern eine kleine Pause geben, ein bisschen ausschütteln, einfach den Schultern die Chance geben, was passiert eigentlich hier, dass sie es mitbekommen können. Als nächstes, ich stelle mich seitlich hin, dass ihr es besser sehen könnt. Ihr könnt natürlich stehen bleiben zu mir. Wieder die Arme anheben. Dieses Mal, wenn wir die Arme zur Seite öffnen, kommt das Band vor unserer Nase entlang und wieder nach oben zusammen. Und dieses Mal wollen wir versuchen, mit gestreckten Armen wie gerade eben hinter unserem Kopf entlang zu gehen und wieder hier. Genau, ich zeige es euch kurz von diesem Winkel nach vorne, nach oben und nach hinten. Und nach vorne öffnen und nach hinten. Sehr gut. Noch einmal vorne. Also vorne meine ich vor dem Kopf und einmal hinten lang. Sehr gut. Und dann eine kurze Pause machen, Schultern locker machen. Ihr merkt natürlich auch, dass die Schultermuskulatur hier ein kleines bisschen mehr mitarbeitet. Gut, das war so eine kleine Mobilisierung, minimale Aktivierung von der Muskulatur. Jetzt gehen wir ein klein wenig in die Kräftigung. Und zwar wieder dasselbe, Hände ungefähr schulterbreit, die Arme so weit anheben, dass sie noch unterhalb von der Schulter sind. Die linke Hand hier hält den Arm, bleibt dort, nur den rechten Arm zur Seite öffnen. Wie früher, wo die Ampeln ausgefallen sind, der Polizist oder die Polizistin leitet den Verkehr und öffnen. Genau, ein Arm bewegt sich, der andere Arm so wenig wie möglich. Genau, dass er sich ein wenig bewegt, ist klar. Aber wie gesagt, so wenig wie möglich. Noch zweimal öffnen. Und sehr gut. Andere Seite, rechter Arm hält, linker Arm öffnen. Wir haben noch 2 letzte Wiederholungen. Und ein letztes Mal. Sehr gut. Wieder locker lassen, Schulter ein bisschen entspannen. Ihr merkt wahrscheinlich, dass die Schultern so die Tendenz so ein kleines bisschen mehr nach hinten wollen. Da, wo sie sozusagen hingehören. Gut. Dann als nächstes, ich stelle mich wieder seitlich hin. Und wir bringen, oder ein bisschen diagonal, wir bringen das Band an unsere Oberschenkel. Hier.
und erstmal zum Testen die Arme nach hinten ziehen. Das Band kommt auf Spannung und wieder so ein Stück weit nach vorne, dass es immer noch klein wenig Spannung hat. Und wieder nach hinten, sozusagen mehr nach hinten, weniger nach vorne. Lasst uns erstmal die Übung zusammen machen und dann erzähle ich euch gleich was dazu. Und machen wir noch zwei. Gut. Und ein letztes Mal. Sehr gut. Lasst das Band auf Spannung, die Arme so ein kleines bisschen hinter euch. Als nächstes, Arme bleiben gestreckt. Hebt beide Schultern ganz leicht an. Lasst sie angehoben. Bringt sie leicht nach hinten. Lasst sie hinten und bringt sie wieder nach unten. Die Arme wollen den Boden berühren, während wir noch einmal nach hinten ziehen und wieder nach vorne. Den Widerstand wollen wir beibehalten von dem Band. Okay, noch fünf. Ihr könnt gerne ausatmen, Arme nach hinten ziehen, einatmen, zurück. Vier. Drei. Letzte zwei. Und als letztes, bleibt hier hinten. Ich weiß, die Muskulatur arbeitet, wird ein bisschen warm. Und wir machen kleine pulsierende Bewegungen nach hinten. Lass mal anfangen, machen wir mit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halten. Schon nur noch ein Stückchen nach hinten. Noch letzte 10, versprochen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, entspannen, Arme locker lassen. Gut, merkt ihr, wie die Armmuskulatur und die hinten schön arbeitet. Perfekt, haben wir die Schultern ganz gut aufgewärmt. Wir gehen als nächstes nach unten auf den Boden und wir brauchen das Band nicht mehr. Wir legen es einfach dahin, wo es uns nicht stört. Gut, dann gehen wir nach unten. Ich werde die Kamera kurz wechseln. Einmal. Perfekt, funktioniert doch ganz einfach. Schon sind wir auf dem Boden. Gut, wir fangen an, legen uns auf den Boden, auf den Rücken, Arme sind lang gestreckt neben uns, die Beine sind gebeugt und wir konzentrieren uns auf den unteren Teil von unserem Rücken und wir merken, dass der untere Rücken ganz leicht vom Boden weg ist. Dieses wollen wir verändern, ich nehme den Arm ein bisschen nach oben, dass ihr das seht, wir wollen den unteren Teil vom Rücken nach unten bringen. Ich mache es ein bisschen größer, dass ihr das seht. Und hier, wir wollen sozusagen das Becken ganz leicht kippen und wieder entspannen. Und versuchen dabei, wenn wir das weitermachen, die Bauchdecke so weit wie es geht flach zu halten. Genau, können gern klein anfangen. Und mit jeder Wiederholung versuchen, das kleines bisschen größer zu machen, aber nur so weit, dass die Gesäßmuskulatur noch auf der Matte bleibt. Ich lege meinen Arm wieder zurück. Wir machen weiter noch drei. Entspannen. Zwei. Und ein letztes Mal. Bleiben wir in dieser Grundspannung. Der untere Rücken ist ganz leicht in Kontakt mit der Matte. Bleibt dort, hebt das rechte Bein an zu den Tischpositionen. Wieder Konzentration auf die Körpermitte. Versucht das flach zu halten. Untere Rücken bleibt auf der Matte. Und hebt das linke Bein auch an zu den Tischpositionen. Beine sind komplett geschlossen. Und wir halten diesen 90-Grad-Winkel bei in unseren Kniegelenk. Und wollen beide Beine so weit in Richtung Boden absenken, wie wir das halten können. Und wieder anheben. Halten heißt, der untere Rücken bleibt ganz leicht in Kontakt mit der Matte. Nochmal. Nach unten. Und nach oben. Wenn euch das weniger gelingt, wenn ihr merkt, ein kleines bisschen Druck in den Rücken kommt, dann versucht die Beine weniger abzusenken und den unteren Rücken noch vielleicht ein Stückchen mehr in Richtung Matte zu bringen. Gut. Noch zwei. Die Aktivierung von der tiefen Muskulatur. Schulter, Nacken, Hals, alles ist entspannt. Nur die tiefe Bauchmuskulatur arbeitet. Ein letztes Mal. Sehr gut. Und dann kommen die Füße zurück nach unten. Perfekt. Gut. Als nächstes. Streckt die Arme nach oben in Richtung Decke. Und wir wollen die Arme gestreckt lassen. Und wir heben die Schultern ganz leicht von der Matte ab. Und wollen mit den Fingern in Richtung Decke. Und dann wieder die Schultern zusammenziehen, nach unten in die Matte ein wenig drücken und wieder auseinander. Können gern klein anfangen und mit jeder Wiederholung diese Bewegung größer machen. Gut, letztes Mal. Sehr gut, dann findet diese mittlere Position von der Schulter und bringt beide Hände an euren Hinterkopf und die Ellenbogen sind ganz leicht angehoben. Die Hände unterstützen den Kopf.
Oberkörper anheben, können gern klein anfangen und wieder nach unten absenken. Einatmen vorbereiten, ausatmen, Oberkörper anheben und einatmen zurück. Wenn euch das Atmen durcheinander bringt, einfach weitermachen, aber bitte atmen. Und noch. Versuchen wir den Oberkörper noch ein Stückchen mehr anzuheben und wieder nach unten. Und noch ein Stückchen mehr. 3 Wiederholungen. Und sehr gut. Und 2. Ein letztes Mal bleiben wir mit dem Oberkörper auf unserer maximalen Höhe angehoben. Konzentrieren uns wieder auf diese Bauchdecke, die flach bleibt. Wenn wir wieder ein Bein anheben zu dem Tischposition und auch das andere Bein. Genau. Jetzt, Oberkörper bleibt maximal angehoben. 6 Mal beide Beine so weit Richtung Boden absenken, wie wir das halten können. Und wieder anheben. 2. Und 3. 4. 2 noch. Und ein letztes Mal. Sehr gut. Und alles nach unten absenken. Kurz ein bisschen Kopf nach rechts und nach links bewegen zur Entlastung von Hals- und Nackenmuskulatur. Gehen wir zur nächsten Übung. Strecken die Arme nach oben Richtung Decke. Heben den Oberkörper nochmal an, aber bringen die Hände an die Außenseite von unserem rechten Oberschenkel. Von hier. Zieht euch mit den Händen noch so ein Stückchen nach oben, wo ihr normalerweise mit der Bauchmuskulatur oder der Beweglichkeit von der Wirbelsäule nicht hinkommt. Genau, noch ein bisschen mehr in die Rotation. Die untere rechte Schulter ist ganz leicht angehoben. Können wir uns noch ein Stückchen nach oben ziehen? Sehr gut. Nichts bewegt sich, Oberkörper bleibt angehoben. Beide Hände lassen los vom Oberschenkel. Halten. 3, 2, 1 und nach unten absenken. Perfekt. Gut, ich sage mal, wer A sagen kann, kann auch B sagen. Wir machen dasselbe auf der anderen Seite. Wieder. Oberkörper anheben. Hände kommen dieses Mal an die linke Außenseite vom Oberschenkel. Und zieht euch auch wieder hier so ein Stückchen nach oben. In die maximale Höhe. Haltet dort. Nichts bewegt sich, außer beide Hände loslassen. Halten. 3, 2, 1 und absenken nach unten. Sehr gut. Auch nochmal, wenn es angenehm ist, Kopf ein bisschen hin und her bewegen. Sehr gut. Gehen wir als nächstes zu der einen der berühmtesten Pilates-Übungen, heißt 100. Warum 100? 100 heißt übersetzt 100. Und wir werden uns da langsam herantasten und ihr sucht euch dann gleich die Variante aus, die euch für heute am besten funktioniert. Sehr gut. Füße bleiben unten, Beine gebeugt, Arme sind ganz leicht angehoben über dem Boden. Und wir machen diese pumpende Bewegung von den Armen und die Schultern ziehen leicht nach unten. Die Arme sind schön gestreckt. Manchmal neigt man dazu, die Handgelenke machen zu lassen, die Arbeit. Aber wir wollen die Arme schön bewegen. Sehr gut. Ihr merkt, das Tempo ist ein bisschen höher von dem. Und wir lassen uns einatmen, vorbereiten und 5 Schläge fürs Ausatmen benutzen. Aus, 2, 3, 4, 5 und 1. 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4 und 1. 2, 3, 4. Sehr gut. Haltet die Arme dort ganz leicht angehoben. Hebt den Oberkörper an und wir probieren dasselbe nochmal. Einatmen vorbereiten. 5 Schläge ausatmen. 5 ein. Los geht's. Und aus. 2, 3, 4, 5 und 1. 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4, 5 und 1. 2, 3, 4. Sehr gut. Nach unten. Kurze Pause. Kurze Pause heißt meistens ein- und ausatmen. Gut. Pause ist vorbei. Hebt nochmal den Oberkörper an. Bringt die beiden Beine zu den Tischpositionen oder lasst sie unten. Eure Entscheidung, die nächste Variante wäre, hier zu bleiben. Oder streckt die beiden Beine auf eine Höhe, die für euch machbar ist. Bauchdecke zieht nach innen. Wenn ihr euch unsicher habt, bringt den unteren Rücken ganz leicht nach unten. Wir machen jetzt die 100. Einatmen vorbereiten und aus. 2, 3, 4, 5 und 1. 2, 3, 4, 10. Aus. 2, 3, 4, 5 und 1. 2, 3, 4, 20. Aus. 2, 3, 4, 5 und 1. 3, 4, 30 aus, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 40 aus, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, Halbzeit, Oberkörper eventuell noch mehr anheben, 60 aus, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 70 aus, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 80 aus, 2, 3,
4, 5 und 1, 2, 3, 4, letzte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause, sehr gut. Zieht man auch ein Hand, die Knie zu euch. Könnt ein bisschen nach rechts und nach links schaukeln. Denn diese Hundreds sind ja dieser Zyklus, 5 mal ausatmen, Schläge, 5 mal 1 sind 10. Und wir machen diesen Zyklus 10 mal. Und 10 mal 10 sind 100. Macht Sinn. Gut, bevor wir in die Seitenlage gehen, machen wir noch eine letzte Übung in der Rückenlage. Wieder die Beine sind gebeugt und schließt die Beine komplett und öffnet die Arme so ein kleines bisschen nach außen zur Verankerung im Boden. Und wir konzentrieren uns auf das Becken. Ich weiß, die Beine bewegen sich, aber es macht gleich Sinn. Das Becken bewegt sich nach rechts und dadurch kommen beide Beine auch nach rechts. Gut, er geht nur so weit, wie das angenehm ist. Jetzt als nächstes die linke Beckenseite. Zieh zurück und die Beine folgen. Und dann gehen wir zur anderen Seite. Oh, wieder hin. So eine kleine Rotation für die Wirbelsäule. Und zur anderen Seite ist eine kleine Mobilisierung. Und dann noch ein letztes Mal jede Seite hin und zurück zur anderen Seite. Sehr gut. Dann als nächstes können wir uns auf die Seite hinlegen, egal welche, wir machen sowieso beide. Und wir haben den unteren Arm entweder lang gestreckt oder gebeugt, je nachdem wie das für euren Kopf am besten funktioniert. Beide Beine sind lang gestreckt, Flexfuß, und bringt die Beine ganz leicht vor eure gerade Körperlinie, dass ihr die Zehenspitzen außen Augenwinkel seht, ohne dabei hinzuschauen. Sehr gut. Oberes Bein ganz leicht anheben und das untere Bein kommt zum oberen Bein. Hopp. Mir hilft immer daran zu denken, an die Oberschenkelinnenseiten zusammenzubringen. Und ich nenne die Übung persönlich die kaputte Schere, weil sich nur eine Seite von der Schere bewegt. Okay. 4, 3, 2 und 1. Bleibt kurz angehoben dort mit beiden Beinen. Achte darauf, dass die Beine leicht vor euch bleiben. Hebt den vorderen Arm an und bringt die Hand hier zwischen Rippenbogen und zwischen Becken. Hier, wenn ihr jetzt beide Beine leicht nach unten absenkt, merkt ihr, wie der Muskel sich hier entspannt. Wenn ihr wieder das Bein anhebt, merkt ihr, wie der Muskel auf Spannung kommt. Genau diesen Muskel wollen wir haben in dieser Übung. Wenn euch das weniger gelingt, lasst die Hand unten, kein Problem. Gut, lasst uns die Beine kurz angehoben lassen und wir strecken den Arm nach oben, sodass man auch aus dem Augenwinkel sehen. Geht ein bisschen jetzt um Balance, Stabilisierung, wieder beide Beine leicht absenken, anheben. Höhe ist nicht so wichtig von den Beinen, die Länge ist entscheidend. Und ein letztes Mal und absenken. Sehr gut. Wollen wir das natürlich versuchen auf der anderen Seite. Findet einen angenehmen Übergang, zur anderen Seite zu kommen. Auch wieder hier, erstmal lassen wir den oberen Arm unten. Beide Beine sind lang gestreckt, leicht vor unserer geraden Körperlinie. Und hebt das obere Bein ganz leicht an. Lasst es dort und das untere kommt zum oberen. Machen wir 4. Und letztes Mal lasst die beiden Beine angehoben und nehmt die obere Hand zwischen Rippenbogen und Hüftknochen und findet den Muskel hier und Beine absenken. Muskel entspannt sich, der seitliche Bauchmuskel so ein wenig, und wieder anheben. Unten, oben. Und letztes Mal, Beine bleiben angehoben, Arm nach oben strecken, dass man eben noch aus dem Augenwinkel sehen, und weitermachen. Absenken,
anheben. Spürt die gesamte Länge der Beine. Zwei Stück noch. Und letztes Mal. Sehr gut. Alles nach unten absenken. Sehr gut. Dann als nächstes. Wir legen uns auf den Bauch. Ich gehe so ein bisschen diagonal. Hier. Damit ihr es besser sehen könnt. Und zwar die beiden Arme kommen in diese Position hier mit den... Perfekt. Hier. Jetzt bin ich ein bisschen weiter weg. Gut. Gehen wir hier hin. Gut. Und zwar. Die Beine sind entweder... geschlossen oder leicht geöffnet. Wichtig ist von hier, dass wir die Länge von unserem Kopf bis zu unseren Füßen spüren und zieht die Schultern ganz leicht nach unten und zieht die Bauchdecke nach innen, damit wir den Rücken ein wenig unterstützen. Als erstes, die Hände, Arme bleiben unten, wir heben nur den Oberkörper an, Kopf bleibt in Linie mit der Wirbelsäule und wieder nach unten absenken. Genau. Und ihr könnt ganz leicht mit den Händen Unterarm nach unten in den Boden drücken. Oh. Gut, letztes Mal und nach unten. Als nächstes bleibt der Oberkörper unten, aber der Kopf kann leicht angehoben bleiben, wenn es unangenehm für die Nase ist. Jetzt beide Arme vom Boden anheben und absenken, dem gebeugten Zustand. Ihr merkt, die Schulterblätter kommen leicht zusammen beim Anheben und wieder auseinander zurück. Zweimal noch. Und letztes Mal. Lasst die Arme unten. Hebt den Oberkörper ganz leicht an, muss nicht viel sein. Als nächstes nur den rechten Arm anheben und wir bleiben kurz hier. Und ihr merkt, wie die linke Seite neben eurer Wirbelsäule am unteren Rücken aktiviert ist, der Muskel. Konzentriert euch drauf, kurz, und dann den Arm wieder ablegen. Wollen wir die andere Seite machen, linken Arm anheben, Oberkörper bleibt leicht angehoben und wieder absenken. Nochmal rechts und nach unten. Und links. Sehr gut, letztes Mal jede Seite. Und sehr gut, Arme und Oberkörper nach unten. Und ihr merkt jetzt, wie wir die eine Seite und die andere ein bisschen aktivieren. Manchmal kann sein, dass eine Seite aktiver ist als die andere. So dieses Gefühl, was wir gerade gehabt haben, im unteren Rücken, diese Muskulatur, die neben der Wirbelsäule ist, die wollen wir jetzt zu beiden Teilen benutzen, wenn wir Oberkörper und Arme gleichzeitig anheben und nach unten absenken. Und nochmal nach oben und nach unten. Auch wieder hier. Die Höhe ist nicht so entscheidend. Denkt an die Länge. Kopf möchte nach vorne, Füße gleichzeitig nach hinten. Zur Wand. Letzte zwei. Und ein letztes Mal absenken nach unten. Sehr gut. Kommen wir nach oben in den Vierfüßlerstand. Und eine sehr gute Entlastungsübung oder auch Vorbereitungs-, Nachbereitungsübung für die Rückenmuskulatur ist der Cat Stretch. Ihr kennt es alle. Die Katzen machen sich rund. Und das machen wir auch. Soweit wie es geht, langsam herantasten und dann den Rücken durchstrecken und den Kopf leicht anheben. Wichtig von hier ist auch wieder, dass das Becken fängt die Bewegung an und der Rest der Wirbelsäule inklusive Kopf folgt der Bewegung. Oh, nochmal rund machen. Und durchstrecken. Sehr schön. Kommen wir als nächstes zu einer angenehmen Sitzposition, kann Schneidersitz sein, kann mit gestreckten Beinen sein, je nachdem, was für euch am besten funktioniert. Arme kommen wir zur Seite und wir neigen, heben den rechten Arm an und neigen uns zur einen Seite. Machen uns wieder lang, wieder mein Lieblingsprinzip ist lang. Ihr kennt das alle, ihr wollt den schönen Apfel dort pflücken, der ist so schön grün und rot und der sieht so toll aus, den wollen wir unbedingt haben.
Und dann sehen wir da drüben auch noch so einen schönen Apfel. Ich bin kurz ausgewichen, aber keine Angst, ich komme wieder zurück. Kein Themawechsel. Und dann wieder zurückkommen. Arme kommen zur Seite. Als letztes den Körper ein bisschen signalisieren, zur Ruhe zu kommen. Tief durch die Nase einatmen. Arme anheben. Ausatmen. Arme absenken. Und noch zweimal. Und nach unten. Und ein letztes Mal Arme anheben, einatmen und ausatmen, Arme absenken. Sehr gut. Perfekt. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Vorbeischauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu den Übungen, bitte schreibt mir entweder eine E-Mail oder lasst es in den Kommentaren. Wenn ihr noch nicht genug habt und ihr möchtet noch mehr Übungen machen, noch ein Video, dann geht hier rüber. Wenn ihr nichts verpassen wollt für die nächsten Videos, dann subscribe hier. Wir würden uns darüber freuen. Und nicht vergessen, like das Video. Sehr gut. Vielen Dank nochmal fürs Vorbeischauen. Danke. Tschüss.